Jaina gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Und damit ein Hallo und ganz, ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Hearthstone. Schön, dass du wieder da bist. Ich muss jetzt mal gucken, wie du siehst. Ich fange an. Und ich behalte die Arkane Intelligenz und ich behalte auch die Arkane Explosion. Nur den Ogre, den packe ich weg. 6 ist mir dann doch ein bisschen hoch. Ich hoffe, es kommt was Schönes nach. Ja, naja. Besser als nichts. Die letzte Runde lief ja irgendwie nicht so toll. Hallo. Muss ich ja leider sagen. Ach, jetzt habe ich den doch nochmal gekriegt. Da habe ich von einer Schurkin irgendwie auf den Deckel gekriegt. Also das ist die vorherige Folge. Ne? Mal gucken, wie es diesmal läuft. Abwarten. Ich hoffe doch, es wird einigermaßen hübsch und schick werden hier. Schurken haben schon auch echt so ganz gemeine Karten. Ne? Und dann ist da auch noch immer das Kenne-deinen-Feind-Prinzip. Es macht ja immer Sinn, wenn man seinen Gegner einigermaßen kennt. Und ich kenne ja die meisten Klassen irgendwie nicht so toll. Deswegen ist das dann natürlich schon immer ein bisschen schwierig, weil ich dann auch nicht einschätzen kann, wie die vielleicht spielen können. Und wenn du dann Klassen hast, gegen die du relativ selten auch spielst, das ist natürlich noch schwieriger, ne? Was ihr wollt. Ja, was ihr wollt. Was willst denn du, ha? Naja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ne? Aber könnte ich mal machen. Pass auf. Ist egal. Zack. Dann ist er weg und tut mir nicht mehr weh. Ich krieg so ungerne von irgendjemanden auf den Kopf, der sagt, was ihr wollet. Ich bin ein Meister der Magie. Den habe ich bei mir gar nicht ins Deck genommen, weil ich den nicht so toll fand. Obwohl der plus Zauberschaden hat, ne? Also das ist ja eigentlich schon was ich bei meinem Kartendeck schon brauchen kann. Wollte ich den trotzdem nicht nehmen. Gut, ich spiele dann jetzt den Wasserelementar. Und bin dann auch schon fertig. Weil einen Schaden macht er nur, das ist nicht so viel. Damit kann ich um, ne? Damit kann ich um. Ich könnte auch mal wieder Karten entzaubern und mal gucken, ob ich mir noch irgendwas Schönes basteln kann. Habe ich jetzt schon eine Weile nicht gemacht. Ich müsste mal schauen. Vielleicht findet sich da ja noch irgendwas Tolles. Das gibt ja so viele tolle Karten. Es ist halt schade, dass man nur 30 mitnehmen kann. Das ist halt nicht so viel. Leider, leider, leider. Na, was grübelst du, Jaina? Ich kann mal gucken, was kann ich hier machen? Ich bin ein Meister der Magie. Ach, noch so ein Zauberschadentyp. Na, das wird dann schon ein bisschen lästig, ja. Haha! So, ja, du bist ein Meister der Magie. Finde ich auch. Das war's. Haha. Blob, blob, blob. Und hier? Ach, da oben. Dann kommt da jetzt was raus. Ach so, nee, da kann ich nur die Klappe auf und zu machen. Hat es es ja. Nice. Bäm. Genug gespielt. Ja, genau, mach ihn kaputt. Ach so, ja, die Eislanze, die ist nett. Ich finde diese Synergie mit den Eisdingern sowieso ganz cool. Also das mag ich schon. Das finde ich ganz nice. Ein Schuss. Ein Treffer. Ja, das lohnt sich jetzt hier nicht, das Zerstäuben. Dann würde ich sagen, oh, das sind 3x1, weißt du, das ist halt echt irgendwie. Das lohnt sich doch dieses Mal, guck mal. So, dann das Spiegelbild nicht. Ich zieh mal hier, oh nee. Oder doch? Ja, komm, ich zieh die jetzt, dann habe ich die auf der Hand. Schau, da habe ich den Mana-Wurm, das ist doch nett. Nee, pass auf.
Nee. Dann spiele ich erst den Spot. So. Das war's. Und guck erstmal, was da kommt. Gucke, was da kommen möge. Noch sieht's ja so ganz ausgeglichen aus. Ach, na, auch arkane Intelligenz. Mhm. Puff. Ich bin dran. Jetzt spiele ich meinen Mana-Wurm. Und dann möchte ich noch gerne, das lohnt sich nicht, mein Ogre. Was glotzt denn so? Und dann war's das, jawohl. Jetzt wäre als nächstes noch hier der, wie heißt der, der da +1/+1 gibt, der komische Ritter. Wäre noch ganz nice, den hätte ich noch ganz gern. Dann könnte ich mit meinem Spott nämlich auch was anfangen. Weiß, dass die halt einen Schaden machen, das wäre ganz cool. Aber mal schauen, was da kommt. Mäh. Ah, ich rüste das auf zu einem Killerschaf. Genau, pass gut auf, mein Killerschaf wird dich umbringen. Vermutlich nicht, aber man kann ja mal noch hoffen, ne? So. Na, das lohnt sich jetzt hier für mich ja nicht. Das ist ja alles irgendwie für den Allerwertesten, oder? Ich spiele das Geheimnis. Das brauche ich nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Ach na, das ist ja langweilig. Das ist ja voll langweilig. So. Ja, jetzt habe ich, eigentlich habe ich gar nicht, also die Karten sind schon so, friert ein und fügt ihnen einen Schaden zu, verteilt 3 und friert alle ein. Das wäre für meinen Mana-Wurm optimal, ja? Also, aber wenn da keine Diener sind, ist das blöd. Das ist irgendwie doof. Die Tore sind geöffnet. Ja, immerhin einer. Ist doch schon mal was wert. Natürlich jetzt einer mit Spott, das ist natürlich nicht so schön. Das nächste Geheimnis, was ihr in diesem Zug ausspielt. Ja, das jetzt habe ich natürlich keins. Ist natürlich auch episch. So, ja, warte, dann mache ich das jetzt. Pass mal auf, ich mache erstmal meine Arkanengeschosse hier. Ja, das saß doch, oder nicht? Also das ist doch ganz, ganz hervorragend, würde ich sagen. Dann, das lohnt sich halt nicht so sehr, aber passt schon. Dann kann ich den kaputt machen. Damit hat der sich erübrigt. Und ich habe jetzt hier immerhin 4 Schaden mit meinem Würmchen. So. Und aufgeräumt habe ich auch wieder. So muss das sein. Und mein einer Spott steht noch. Ist doch alles wunderbar. Jetzt hätte ich gerne nur noch... Geht hinter mir in Deckung. Ach, geh mir doch nicht auf den Keks. Den Sonnenbrunnen läutern. Ich bin... Das kommt, wenn du selber nicht mit Spott spielst, weißt du. Dann gräst sich das schon ein bisschen an, muss ich sagen. Hier, komm her. Weg damit. Du läuterst da gar nichts mehr. Ich läuter gleich mit. Kann ich dir verraten. Ich möchte meinen Mana-Wurm nicht aufgeben für die Tussi, aber die müsste ich jetzt dann halt irgendwie wegkriegen. Die Frage ist, ob ich da das Schaf möchte ich dafür eigentlich nicht einsetzen. Das ist schade, ne? Einfrieren lohnt sich halt auch nicht, weil das wieder für alle ist. Und ja, ich weiß auch nicht. Ist halt ein bisschen doof. Ich mach den Schaden hier direkt und nehme dann in Kauf, dass irgendwas Schreckliches passiert. Noch steht mein Spott ja da, von daher ist er ja noch relativ gut geschützt, mein Würmchen. Ja, das war's dann mit dem Spott, ne? Ja gut, dann war's das jetzt aber. Gut. Aber dafür musste er auch Punkte, oder sie, ja, ausgeben. Von daher habe ich ihn nicht einfach so ausgegeben. Hat sich schon gelohnt, meiner Meinung nach. Und gut, dass ich das Schaf nicht verschwendet habe dafür. So, jetzt kann ich nämlich
Der macht ja erstmal nur 2 Schaden, ne? Deswegen lasse ich den jetzt, glaube ich, erstmal noch stehen. Ich setze den. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Einen Schaden zufügen werde ich dem natürlich nicht. Das wäre ja schön blöd. In ein Schaf verwandeln möchte ich ihn aber auch nicht. Wäre auch doof. Jetzt ist die Frage. Ich hätte halt gern schon, weil das andere, weißt du, ich spiele die jetzt, auch wenn ich dann halt kein Geheimnis hinterher schicken kann. Und ich spiele aber so, weil ich dem keinen Schaden zufügen möchte, ne? Dann kriege ich mit +3 ist das, glaube ich, ne? Kriege ich mit 5, wäre ich auf den Deckel? Ja, +3. Das möchte ich dann nicht so gern. Finde ich etwas ungünstig. Deswegen warte ich lieber ab. Oh, I'm feeling frozen. Du nicht nehmen Kerze. Ja. Da hätte ich auch mal dran denken können, ja. Na gut. Mach du mal. Mit deinem Vieh. Na? So, das ist doch schon mal schön. Guck mal, den spiele ich doch glatt. Dann habe ich das doch. Dann, Schafigisiere ich den jetzt? Oder friere ich ihn ein? Und bewahre das Schaf noch auf? Ich friere ein. Und haue den nächste Runde dann so kaputt, glaube ich. Das war's. Fertig. Das Schaf bewahre ich noch auf. Na, man weiß ja nicht, was da noch kommt. Solange der eingefroren ist, tut er mir nicht weh. Nächste Runde ist er dann sowieso weg. Von daher ist das egal. Aua! Ach, Mano! Ja, das lohnt sich jetzt für mich natürlich nicht. Ist natürlich auch cool, ne? Also den weg. Den Flammenstoß, den bewahre ich mir auf. Das Schaf werde ich für den sicherlich nicht verwenden. Ergo, weiter geht's. Na, das hat sich ja gelohnt. Das war ja kurze Runde. Also kurzer Zug, nicht Runde. Geheimnis, du bist kaputt. Seid ihr für das hier bereit? Was macht der denn? Ach, der macht +1 Zauberschaden. Na gut. Verursacht 6 Schaden. Ja, ist ja auch schön. Was soll ich sonst spielen? Ist egal. Ich habe ja eh nichts zu spielen auf der Hand gehabt. Jetzt dürfte dann mal was Schönes kommen noch. 2 Karten ist natürlich... Dabei sind es gute Karten, ne? Der Flammenstoß, den kriegst du sonst, den kriegst du eigentlich ja immer dann, wenn du ihn nicht brauchst. Jedenfalls so gefühlt, ne? Und ein Schaf zu haben, ist auch nicht schlecht. Frostelementar. Schade, den hätte ich mal vorher haben sollen. Friert einen Charakter ein. Naja gut, das kann ja mal passieren. Ah, nehme ich jetzt hier das Schaf? Komm her. Komm her. Ach, ist egal. Komm, ich schaf dich um. So. Alles klar. Jetzt wird's aber langsam, ne? Jetzt habe ich nur noch eine Karte. Jetzt bin ich gleich frustriert. Echt? Ja, das geht ganz schnell bei mir. Kommt der Feuerball angeflogen. Na komm, gib mir was Schönes, komm. Ja, damit bin ich doch eigentlich ganz zufrieden. Das finde ich gar nicht so übel. Wenn jetzt dann in der nächsten Runde noch irgendwas zum Buffen kommt, wäre schon toll. Also dann bin ich schon, dann alles ist gut. Alles ist gut. Welches Geheimnis liegt da jetzt noch? Ich weiß das schon nicht mehr. Ach so, wenn er, je nachdem, was für ein Diener ausgespielt wird. Kommt ja nur irgendwie nichts, wa? Ich frage mich. Ach so, ich muss auf Fertig noch drücken. Huch, ich laber hier und laber. Mensch. Ach, und da wurde aus meinem Oger ein Schaf. So schnell kann's gehen.
Ja, irgendwie habe ich jetzt wieder dieselbe Ausgangssituation. Ist ja auch cool. Naja. Na komm schon. Pack doch mal ein paar Dienerchen aus hier. Hast du auch nicht so viele wie ich anscheinend. Menno! Na? Ach so. Ah ja, ich krieg auch sowas. Hurra! Aber meine heilt nicht dann, ne? Das ist ein bisschen schade. Na gut. Aber macht ja nix. Macht ja nix, wa? Na? Na? Was kommt da? Bleib verborgen. Ach, ein Geheimnis. Was wird denn kommen? Entweder wenn du angreifst oder der nächste Zauber geht, wird gekontert oder. Na, was soll sonst kommen? Also. Ja. Ich spiele die gleich. Was soll ich sonst machen? Komm her und dann spiele ich den auch. Dann so. So, und dann fange ich mal an hier. Ja, oh, dann habe ich mit dem Richtigen angefangen. Wo soll ich zuschlagen? Alles klar. Habe ich mit dem Richtigen angefangen. Jetzt habe ich wieder gar keine... Oh nein, und ich habe natürlich auch kein Schaf, weißt. Und ich kriege auch kein Schaf mehr. Ich habe meine zwei Schafe für die Runde schon durch. Ich habe nichts zum Einfrieren, schade. Schade, schade. Das sind 4, das sind dann 5. Aber, ach, das ist ja blöd, wa? Ich frage mich, ob... Dafür müsste ich das dann aufgeben. Das ist natürlich schon ärgerlich. Ich kriege die nicht, dann habe ich nichts mehr. Dann habe ich halt nichts mehr auf der Hand. Also ich würde es schon kaputt kriegen, aber würde meine Karten damit verlieren. Das ist ein bisschen ärgerlich. Einfrieren ist halt herausgezögert, ne? Mache ich trotzdem. Ich zögere das jetzt raus. Egal. Und ich werde dem natürlich jetzt keinen Schaden zufügen. Weil, nee. Ne? Und so. Und dann hoffe ich einfach, dass jetzt gleich in der nächsten Runde irgendwas kommt. Es dürfte reichen, ja, ne? Hoffe ich. Es sei denn, jetzt wird aufgeräumt und meine Diener verschwinden. Muss mal gucken. Ja gut, die ist eingefroren. Und die ist hinüber. So, jetzt muss ich dann aber was Obertolles kriegen. Kriege ich natürlich nicht. Aber macht nichts. Kann ich auch brauchen. Ist auch prima. Finde ich gut. Auf geht's. Damit ist der mir natürlich nicht mehr gefährlich. Was ja gut ist, ne? Weißt du, so 2 Schaden. Ja, pü. Ja, pü. Das ist der Kampf bis aufs Letzte. Komm her. Ach, plus 1 Zaumerschaden, weißt du. Sowas ist ja eigentlich, ist das toll, ne? Kann ich noch auch nichts verkaufen mir. Momentan jedenfalls noch nicht. Na los. Jetzt hast du es aber hinter dich gebracht. Das war auch eine lange Runde wieder, ne? Also, ich finde, also das letzte Mal war es ja auch gegen Magier. Ach, jetzt kommt noch ein Spott. Das ist ja geil. Das letzte Mal war es auch so eine lange Runde und ich gebe das Ganze jetzt mal hier nicht als gewonnen, ne? Also, oh, hat sich selbst umgebracht. Ja gut, doch dann habe ich gewonnen. Gut, prima. Ja, schön. Also ich finde ja tatsächlich immer so gegen andere Magier, da dauert das immer relativ lang. Ist jetzt wieder eine längere Folge geworden. Ich danke dir natürlich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.